Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Schön persönlich. Heute sprechen wir über die Schönheit des Hundes, speziell die Rasse Rhodesian Ridgeback, der sogenannte südafrikanische Löwenjagdhund. Mein Gast Susanna Kfeller mit ihrer Zuchthündin Dalani aus Bettlach erzählt Interessantes über die Art von Züchtung und über die Rasse. Hallo Susanna, schön, dass du da bist. Merci für die Einladung. Susanna, wie schon angekündigt, du bist ja Züchterin von Rhodesian Ridgeback. Ich habe selbst meine Erfahrung mit deiner Zucht gemacht. Wir haben ja selber einen Ridgeback von dir. Mhm. Natürlich ist klar, dass ich eine Züchterin mit Ridgeback einladen will, wenn ich selbst so Fan von dieser Rasse bin. Als allererstes würde ich gerne mal hören, wie bist du dazu gekommen, Rhodesian Ridgebacks zu züchten? Es war schon seit Jahren unser Wunsch, irgendeine Zucht aufzubauen. Wir haben 2005 unseren ersten Ridgeback gekauft und haben dann mal geschaut, wie wir mit dieser Rasse zu Schlag kommen. Dann kam aber die Familienplanung dazwischen gekommen und dann haben wir das auf die Seite gelegt. Und jetzt 2020 haben wir uns definitiv dazu entschieden, eine Zucht aufzubauen mit allen Auflagen, die man erledigen muss, erfüllen. Und dass wir das so in die Wege leiten können. Du sagst Auflagen erfüllen, also kann man nicht einfach sagen, ich will züchten und mach das, sondern es gibt gewisse Vorschriften, die man einhalten muss. Wenn man seriös züchten will, ja. Das heisst, die Hündin muss eine sogenannte Angehörige, Zuchtzulassungsprüfung bestehen. Vorab muss man Gentest machen und Röntgenbilder machen, dass man sieht, der Hund ist gesund, hat keine Erbkrankheiten, keine Hüftdysplasie zum Beispiel, dass der Hund einfach wirklich gesund ist. Und wenn man das hat und die Zuchtzulassungsprüfung bestanden hat, dann kann man züchten. Was heisst Zuchtzulassungsprüfung? Sind das Verbände? Sind das irgendwelche Gesetzgeber? Wer schaut denn danach? Oder kommt da eine Kontrolle? Das ist so, man muss an der Zuchtzulassungsprüfung zwei Teile von einer Prüfung bestehen. Das heisst, es gibt einen Wesenstest. Dort wird der Hund auf verschiedenen Böschen geprüft, wie er reagiert, ob er aggressiv reagiert, ob er ängstlich reagiert. Es wird ein Schuss abgegeben, respektive zwei Schüsse, um zu schauen, wie der Hund reagiert, wenn irgendwo ein Schuss losgeht. Anerkannte Züchter, Richter, tut der Hund begutachten, ob der Ridge perfekt ist, die Grösse perfekt ist, die Ohrenstellung, die Augenstellung, die Farbe. Also das wird sehr intensiv getestet und geprüft und so findet die Zuchtzulassungsprüfung statt. Also achtet man auch sehr auf das Wesen vom Hund, eigentlich sehr. Nicht nur auf das Aussehen. Gewisse Akustiksachen werden getestet, sprich Trommeln oder Flöten oder Sachen, die einfach Lärm machen und der Hund wird dann begutachtet, wie er reagiert, wenn plötzlich abrupt ein Lärm um ihn herum ist. Dann wird auch getestet, wie er reagiert, wenn zum Beispiel ein Mann mit langem schwarzem Mantel, mit Stock, mit Hut daherkommt, so ein bisschen bedrohlich, ob er aggressiv reagiert, ob er aus Angst davor springt. So wird das Wesen vom Hund getestet. Er darf davor rennen, er darf auch mal vielleicht bauen, aber es muss alles im Rahmen sein. Er darf einfach nicht aggressiv reagieren oder so ängstlich, dass er davor springt. Es hat ja früher mal, oder ich glaube, das gibt es sogar noch in der Schweiz, diesen Hundeführerschein, hat man damals gesagt, dass man den machen muss, oder Führerausweis. Gibt es denn das überhaupt noch? Muss man das machen oder muss ein Züchter den haben dann? Nein, den müssen wir so nicht haben. Vor Jahren hat es den sogenannten SKG-Nachweis gegeben, den man hat müssen machen in der Hundeschule. Aber das muss man mittlerweile nicht mehr. Okay. Aber wichtig ist einfach, wenn man züchten will, dass der Hund die Zuchtzulassungsprüfung hat und auch bestanden hat. Okay. Und bei der Zucht, eben, es geht ja zum einen ums Wesen, aber es geht ja auch ganz klar bei Rassen um Aussehen. Ich selber finde natürlich Ridgeback den schönsten Hund, sonst hätte ich nicht einen. Aber wie definiert sich das oder wie entsteht das? Wer sagt denn jetzt, der muss, weiß ich nicht, eine weiße Blässe haben oder keine? Wie entsteht sowas? Wer behauptet, was wirklich schön ist an dem Hund? Das ist natürlich einerseits ist das halt der internationale Standard, der in allen Ländern eigentlich gleich ist. Also sprich Grösse, sprich eben der Ridge muss perfekt sein. Die Krone, die er hat, der Ridge, hat ja rechts und links eine Krone vom Ridge. Die müssen perfekt sein.
es muss wirklich alles einfach passen. Sie schauen auf die Augenstellung. Ein Hund darf weisse Flecken haben. Mhm. Das ist kein Ausschlusskriterium. Aber er muss einfach dem Rassenstandard entsprechen, eben auch nicht zu gross sein, auch nicht zu klein sein. Auf das wird einfach sehr geschaut. Aber wie kontrolliere ich das jetzt als Züchter? Also ich meine, das ist ja wie beim Mensch. Du weißt ja auch nicht, wird das Kind blond oder schwarzhaarig, wenn der eine blond und der andere schwarzhaarig ist. Wie kann man das als Züchter kontrollieren, dass sie nachher nicht so groß werden oder nicht eine Fehlstellung von den Augen haben? Wie geht man da vor? Auf Grösse kann man Einfluss nehmen, indem man natürlich jetzt unsere Dalani ist auch am oberen Limit vor Grösse. Wenn man natürlich einen Rüd nimmt, der dementsprechend auch am oberen Limit ist, wird es natürlich auch dementsprechend grössere Welpen geben. Darum sollte man schauen, dass man natürlich nicht immer wie grössere Hunde nimmt zum Züchten, weil es ist einfach nachher die Hunde zu gross werden. Also es geht ja bei Zucht, klar, das Wesen haben wir ja gesagt, aber es hat ja auch viel mit dem Aussehen zu tun, natürlich bei Rassehunden. Und du hast ja heute deine Zuchthündin Dalani mitgebracht, mit ihrem schicken Höschen, da sie ja gerade läufig ist und aus hygienischen Gründen, ist schon klar. Aber wenn jetzt so eine Hündin gedeckt wird, dann dehnt sich ja das Gewebe, das Gesäuge und so weiter. Hast du da keine Angst oder bildet sich das alles wieder zurück, dass der Hund nachher wieder ästhetisch aussieht? Es ist bei uns Frauen allgemein, es kommt aufs Bindegewebe drauf an. Und das ist bei den Hunden nicht anders. Wir haben jetzt bei Dalani Glück gehabt, dass sie nach dem ersten Wurf, das war ja ihr erster Wurf, dass eigentlich ihr Gesäuge schön zurückgegangen ist. Klar sieht man, dass sie Welpen hatte, aber sie hat nicht das Hängegesäuge, wie es natürlich andere Hunde, die vielleicht ein schwächeres Bindegewebe haben, kann vorkommen. Oder wenn natürlich ein Hund ziemlich viele Würfe hatte, dann hängt halt einfach das Gesäuge irgendein ist. Wie oft wird denn jetzt zum Beispiel dann Dalani gedeckt werden oder wie ist so eine Planung von einem Züchter? Es ist so, spätestens mit 8-jährig hat eine Hündin den letzten Wurf. Und wenn man ein Jahr aussetzen muss, wie jetzt bei ihr, die 10 Welpen hatte, dann muss man einfach ein Jahr aussetzen, damit sich die Hündin erholen kann, das Gesäuge erholen kann, wie bei uns Frauen auch. Also man muss sich ein bisschen erholen. Und wir sind jetzt in diesem Jahr Wartezeit und dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, wenn die nächste Läufigkeit kommt. Und das kann gerade kurz nach dem Jahr, wo man warten musste, kann das sein. Es kann natürlich sein, dass sie halt gerade vorher in Läufig war und dann halt noch ein halbes Jahr länger geht. Also auf das muss man schauen, mit auch die Auflage, dass man nicht einfach bei der nächsten Läufigkeit wieder decken kann. Weil der Hund muss sich erholen. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich auf Zukunft mehr als eine Zuchthündin, weil sonst kann ja sein, ihr habt 2 Jahre keinen Wurf in dem Fall. Das ist jetzt bei uns ein bisschen so, weil wir jetzt aus ihrem ersten Wurf eine Hündin haben behalten, die zur Zucht wird eingesetzt werden, wenn sie dann mal alt genug ist. Mit ihr muss ich natürlich auch den ganzen Aufwand machen mit Gentest und Röntgen und Zuchtzulassungsprüfung. Aber sie ist geplant, für dann unsere Zucht aufzubauen. Und wenn der See mal so weit ist, dann hat man natürlich dann vielleicht auch alle Jahre einen Wurf, immer im Wechsel mit der Hündin. Klar. So 10 junge Hunde, sind die denn alle dann perfekt nach Zuchtnorm, wenn die zur Welt kommen? Oder gibt es da auch welche dazwischen, wo man sagt, das Wesen ist gut, aber das Aussehen ist nicht so, wie sich das dieser Verband oder die Vereinigung verspricht? Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist natürlich so, dass jedem Wurf Hunde geben kann, die keinen Ritsch haben oder einen fehlerhaften Ritsch. Fehlerhaft heisst zum Beispiel, dass er nur eine Krone hat oder nicht eine ausgeprägte Krone, dass der Ritsch zu kurz ist oder zu lang ist oder zu viel Wirbel drin hat. Das gibt es immer. Fakt ist aber, das ist ein gesunder Hund. Und wenn der ja nicht für Zucht eingesetzt wird, sprich als Familienhund denkt ist, spielt das absolut keine Rolle. Wir haben selber jetzt in unserem Wurf 2 Ritschless, sagt man dem. Ritschlose Hunde gehabt, Hündin und Rüd. Der Rüd ist noch bei uns geblieben, den haben wir behalten und die Hündin hat ein super, super Plätzchen gefunden. Also, wenn man nicht züchten will, spielt das keine Rolle. Aber es gibt es, dass in einem Wurf halt ritschlose Hunde auf die Welt kommen. Ich will mal kurz, wir zwei wissen natürlich, was ein Rhodesien-Ritschweg ist und was ein Ritsch ist und eine Krone, aber ich glaube, ich werde mal kurz erklären, dass der Ritsch ist eigentlich der Wirbel auf dem Rücken, denke ich, so kann man das beschreiben. Da wächst das Haar in eine andere Richtung. Und wo der Wirbel entsteht, ist rechts und links wie ein kleiner Kreis eigentlich, wo das Haar sich dreht und dann geht es in die andere Richtung. Genau. Ich weiß selber, als Rhodesien-Ritschbeck-Züchter, manchmal sprechen Leute einen an und sagen, was hat der da auf dem Rücken? Weil man kennt es halt von einer anderen Rasse eigentlich gar nicht. Das nur mal so für die Zuschauer, dass sie wissen, von was wir hier überhaupt reden.
Du sagst Richless und ihr als Züchter habt ja ein Richless behalten. Finden das die Leute nicht komisch, wenn ein Züchter einen behält, der eigentlich gar nicht nachher als Zuchthund zugelassen wird? Wir haben aus diesem Grund behalten, weil wir wollen keine Deckkräuter, wir wollen nur Zuchthündinnen. Und von dem her hat es für uns gar keine Rolle gespielt. Uns hat das Wesen passt, uns hat das Aussehen passt. Er ist uns von Anfang an ans Herz gewachsen. Und ob er richtet oder nicht, war für uns zweitrangig gewesen, weil er ja nicht in Zucht gedacht ist. Er kann auch nicht Zuchthund werden, weil er eben keinen Ritsch hat. Mhm. Im Moment ist es noch so, dass von der SKG, vom Schweizerisch Kynologischen Verein aus, das nicht zulässig ist, dass ein Hund ohne Ritsch zur Zucht verwendet werden darf. Sei es Hündin oder Rüde. Jetzt habt ihr so diese, sag ich mal, 10 Welpen gehabt und ihr hattet ja vor, jetzt gut, ihr habt Richless behalten, aber nicht zum Züchten, aber ihr hattet ja auch vor, eine Hündin zu behalten. So, und jetzt sind die ja, wenn man auf den Fotos schaut und sich die jungen Welpen anschaut, die sehen ja alle schön aus. Also ein Welpe ist ja immer schön und niedlich. Wonach entscheidet ihr als Züchter, der wird ein guter oder die wird eine gute, die behalten wir? Da sind wir wieder beim Ritsch. Okay. Perfekte Krone, perfekter Ritsch. Die Länge muss passen und das ist das Kriterium, das wir als Züchter uns herausnehmen, um zu entscheiden, welcher Hund bleibt bei uns für die Zucht. Und das bleibt dann, wenn es beim Welpe schon perfekt ist oder kann man Pech haben, das verwächst sich nochmal? Hey, das ist von Anfang an ist das gegeben und das verändert sich auch nicht mehr. Okay. Und auch im Ritschless-Hund, da wächst kein Ritsch mehr. Das hat er einfach nicht und das bleibt so. Okay. Bei den Ritschbecks, ich kenne sie nur in diesen, ich sag mal so, rot, gold, blond, so in der Richtung. Ich weiß gar nicht, wie man richtig zu der Farbe sagt. Gibt es denn auch andere Farben bei Ritschbecks? Rotweizen heisst die Farbe, die am gängigsten ist beim Ritschbeck. Es gibt aber auch die dünkleren und auch die helleren. Das ist dann halt Hellweizen oder eben Rotweizen. Okay. Das sind eigentlich die zwei Hauptfarben. Okay. Ja. Nochmal zu den Welpen. Jeder Hund hat ja seinen eigenen Charakter, auch wenn das Wesen ja geprüft worden ist vom Verband und so weiter. Jetzt müsst ihr ja die Hunde, sage ich mal, verkaufen. Sie brauchen ihre neuen Besitzer. Wie läuft das ab? Wird das zugeteilt? Kann der neue Besitzer kommen, sagen, ich will den und er kriegt den? Wie geht man da vor? Weil schließlich handelt man ja mit Lebewesen. Dadurch, dass wir die Welpen natürlich fast 10 Wochen bei uns haben, haben wir auch die verschiedenen Charaktere von diesen kleinen Welpen natürlich lernen kennen. Wer ist eher wild, wer ist eher ruhig, ein bisschen zurückhaltend. Und aufgrund von dem haben wir dann auch geschaut, welcher Welpen passt zu welchem Bärli. Also wir haben ein Bärli mit einem kleinen Kind. Dort nimmt man sicher nicht einen, der so ein bisschen progressiv ist, sondern eher einen ruhigeren Hund. Und bei anderen, die, sagen wir mal, vielleicht viel Sport machen, die sagen, ich möchte gerne zum Joggen mitnehmen, dort kann man dann schauen, dass natürlich nicht einer ist, der eher zurückhaltend und ein bisschen scheu ist. Also wir haben wirklich geschaut, welcher Welpe passt am besten zu diesen neuen Hundebesitzern. Und wenn der, sag ich mal, der Welpe so ein kleiner Stürmischer ist, kann man danach gehen, dass er das auch wirklich vom Typus nachher ist? Oder kann das auch nach 2-3 Monaten plötzlich doch wieder ein anderer Hund sein? Das kann sich schon ein bisschen verändern, weil sie sind natürlich im Rudel mit der Mutter und dort wird jeder natürlich der Schnellste und der Größte und der Stärkste sein. Und wenn sie dann in die Familie kommen, wo sie plötzlich allein sind, kann sich das schon verändern, dass sie dann vielleicht ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen oben runterkommen, das kann schon sein. Ja. Und wie verhält sich das zum Beispiel, wenn ich mich jetzt für so einen Hund entscheide und so wie ich euch auch kennengelernt habe als Züchter, entscheidet ihr mit, ob ihr den überhaupt an diese Person gebt? Also ihr habt ja auch gut Nachfragen nach den Ritschbecks. Jetzt hat aber jemand so einen Hund, jetzt plötzlich kommt er nicht mit zurecht. Ich meine, es ist ein Lebewesen, das ist ja kein Schrank, den man irgendwo kauft und wieder abgeben kann. Was für Möglichkeiten gibt es da? Achtet ihr da drauf oder helft ihr, den weiter zu vermitteln? Wie geht es nachher weiter? Also wir haben ja mit allen potenziellen Welpeneltern haben wir das Gespräch geführt und haben ihnen auch mitgeteilt, das haben wir auch vertraglich festgehalten, dass wenn jetzt zum Beispiel die Leute mit dem Hund nicht schlagen kommen oder irgendetwas ist, dass wir primär schauen, dass der Hund vielleicht zu einem anderen Platz, in eine andere Familie kann kommen kann. Dass wir eigentlich schauen, das ist unser Anliegen, dass wir nachher schauen, wo unsere Hunde, wenn es sein muss,
weitervermitteln können werden. Mhm, und wir haben auch allen Leuten angeboten, wenn sie mal weggehen, Ferien, das Wochenende und sie niemand haben, der auf den Hund schaut, dürfen sie sie gerne zu uns. Wenn wir nicht gerade selber weg sind, zu uns gehen. Und dann hüten wir die Hunde gerne. Also es bleibt immer ein bisschen Familie sozusagen. Ja, ja. Genau, das ist auch wichtig, ja. Wie verhält sich dann das mit der Fellpflege von einem Ridgeback? Es ist ja kein Langhaarhund. Ist es sehr aufwendig bei einem Ridgeback für jemanden, der noch nie einen hatte? Oder ist es unkompliziert? Wie würdest du es beschreiben? Es ist relativ pflegeleicht, dadurch, dass das Haar so kurz ist. Muss man es nicht wie bei einem anderen Hund strählen oder trimmen oder was auch immer. Zwischen kann man einfach, gerade, wenn Fellwechsel nachher ist, mit einem Händchen, so mit einem Noppenhändchen aufs Fell fahren. Das massiert es auch klein. Aber spezielle Haarpflege, Fellpflege muss man nicht machen. Was auch gäbig ist, wenn das Wetter draussen grusig, nass ist, dreckig, sind höchstens die Pfoten, die man muss putzen und nicht das ganze Fell. Also von dem her sehr pflegeleicht, aber auch der kurzhaarige Hund verliert Hörli. Wenig, also man hat jetzt nicht irgendwie so Schüppeli am Boden, ganze Häufeli. Einzelne Hörli hat man auch beim Ridgeback. Aber das Fell ist pflegeleicht. Sehr pflegeleicht. Und muss man denn selbst auch Krallen schneiden, wie bei manchen anderen Tieren auch? Oder gibt man das besser zum Tierarzt? Wie geht man davor? Also man muss natürlich Krallen schneiden, das ist ganz klar. Die wachsen auch, wie bei uns Menschen auch. Wenn sich jemand halt nicht getraut oder sich nicht dafür hat, dann macht das auch jeder Tierarzt. Das ist eine kurze Sache. Aber das muss man natürlich regelmässig machen. Ja. Und der Ridgeback hat ja sehr massive, grobe Krallen. Dort braucht es schon etwas mehr, um sie zu schneiden, als bei einem Hund, der ganz feine Krallen hat. Also ich selber habe ja über 26 Jahre mittlerweile Ridgebacks. Für mich ist die Rasse natürlich mit das Schönste und ich liebe diese Rasse. Aber früher war ich natürlich auch mehr im Internet ein bisschen rumgesurft. Dann liest man schon mal, dass der Ridgeback nicht für jeden geeignet ist. Dass ganz früh hat man sogar mal gelesen, dass er nicht als Familienhund geeignet ist. Wie würdest du das beurteilen? Oder gibt es Menschen, wo du sagst, die sind nicht unbedingt Ridgeback geeignete Besitzer? Es ist ja so, natürlich ein zwingend oder unbedingt ein Anfängerhund. Weil der Ridgeback ist durch und durch Jagdhund. Das muss man wirklich unter Kontrolle haben. Es jagt schlussendlich jeder Hund, aber der Ridgeback ist richtig Jagdhund. Nicht ohne Grund hat man es in Afrika zur Löwenjagd gebraucht. Aber was man muss schauen, er spielt ein bisschen anders, er spielt gerne ein bisschen gröber als viele andere Hunde. Und das muss man wissen. Der Ridgeback ist ja schon auch, ich sag mal, er weiß, was er will, er hat seinen Kopf. Ist es aus dem Grund wahrscheinlich nicht so für Anfänger geeignet oder dass man sagt, nicht unbedingt für eine unsichere Person wahrscheinlich auch? Genau, genau. Ich würde jetzt, wie gesagt, es ist kein Anfängerhund. Also jemand, wo jetzt noch nie einen Hund hatte, würde ich nicht unbedingt einen geben. Weil sie, wie gesagt, einfach vom Charakter her, sie sind liebe Hunde, Familienhunde auch, aber sie können sehr stur sein. Es ist sehr ein kräftiger Hund, sehr ein muskulöser Hund. Man muss das wissen, dass der wirklich Kraft hat. Also die Rüden können also locker 45 bis 55 Kilo werden. Und das muss man wissen. Also für Menschen, die, sag ich mal, ein bisschen gehbehindert sind und alleine leben, ist es wahrscheinlich ein bisschen, sag mal, riskant, mit einem Ridgeback dann spazieren zu gehen. Man muss einfach wissen, dass es sehr, sehr kräftige Hunde sind, sehr starke Hunde. Und von dem her, und weil sie eben auch stur sein können und sie spielen nicht unbedingt wie andere Hunde, sie haben eine eigene Art so ein bisschen zum Spielen, manchmal ein bisschen grob, und das muss man einfach wissen. Was würdest du sagen, ist das Schöne an dem Leben mit einem Hund? Schöne, also, dass man mit den Hunden in die Natur raus kann, dass man einfach immer jemanden an seiner Seite hat. Und also ich könnte nicht mehr sein ohne Hund, ganz klar. Ich könnte nicht mehr sein, weil es ist immer ein Hund da. Die merken, wenn es ihm gut geht oder schlecht geht. Also, und eben, man kann sie überall in die Natur mitnehmen, wenn man gerne draußen ist. Ist ja eigentlich die Voraussetzung, wenn man sich einen Hund suchen tut, dass man auch gerne draußen ist. Ist einfach ein Familienmitglied, voll ein komplettes Familienmitglied. Bei euch leben ja die Hunde direkt im Haushalt, ja. Also nicht irgendwo in einem Stall oder so. Ihr habt jetzt 3 Ridgebacks, wenn ich es richtig verstehe. Dann, wenn ihr züchtet, sind ja so etwa 10 Welpen. Das heißt, wenn ein Wurf da ist, kann sein, dass ihr 13 Hunde nachher im Haus habt.
Wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Springen diese Welpen durch das ganze Haus, über, drüber, drunter, auf die Sofas? Oder wie muss sich das ein Laie vorstellen, der noch nie einen Züchter besucht hat? Wir stellen eine Wurfbox auf, wo die Hündin eigentlich ihre Jungen auf die Welt bringt. Und diese Wurfbox muss eine bestimmte Größe haben. Und dort drinnen sind die Welpen vielleicht nach 2, maximal 3 Wochen. Dann werden sie agil, für herumlaufen. Die Augen und die Ohren tun sich mit 2 Wochen auf. Und dann werden sie wirklich agil und dann ist Leben im Haus. Und dann entweder tut man sie in ein Welpenzimmer oder man hat sonst einen Raum, wo man sie unterbringen kann, weil einfach nach 10 oder 12 Welpen einfach so im Haus rumspringen, das geht natürlich nicht. Mhm. Also eben, wir hatten jetzt ein Welpenzimmer gehabt. Es gibt Leute, die im Wohnzimmer ein Gitter aufstellen können. Aber so 2, 3 Wochen sind sie in der Wurfbox und dort ist es noch ruhig. Und dann ist einfach wirklich Action angesagt. Mhm. Wenn sie dann anfangen laufen und einfach spielen. Mir ist einfach jetzt aufgefallen, den Welpe, den ich von euch habe, der reagiert nicht so schnell auf Geräusche draußen. Der ist auch nicht groß ängstlich. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein Züchter das schon mal ein bisschen prägen kann, bevor er bei uns landet. Wie habt ihr das gemacht, dass der Hund eigentlich, ja, obwohl er bei uns fremd war am Anfang, so unkompliziert alles mitmacht? Wir haben natürlich auch hier wieder Auflagen von der SKG, vom Schweizerisch Kynologischen Verein, auch vom Ridgeback Club, dass man als Züchter die Welpen aufs spätere Leben vorbereitet, sprich, wir müssen auf Geräusche vorbereiten, wir sind mit den Welpen Auto fahren, dass sie das kennen, dass wenn die Leute sie holen, dass sie das schon mal kennen. Wir haben mit einem, im Garten mit Wippen gearbeitet und das sind auch so Sachen, die man einfach einem kleinen Welpen muss mitgeben muss in der Prägungsphase, dass er es nachher kennt. Wir sind auch mit ihnen laufen und dass sie einfach auch die Umwelt mitbekommen und das macht sehr viel aus, wenn die Welpen zu den neuen Leuten gehen, dass sie nicht an jedem Geräuschli verklüpfen oder Angst haben. Mhm. Aber das haben wir auch als Auflage, dass wir einfach die Welpen auf gewisse Sachen prägen. Okay, okay. Jetzt, wenn ich mich erinnere, damals diese 10 kleinen Welpen, ich konnte sie eigentlich nur unterscheiden an den bunten Halsbändern, die sie haben. Woran sehe ich dann, welcher Hund welcher ist? Also ich weiß noch, man darf ja die Hunde bei euch auch ein paar Mal besuchen, bis sie zu einem kommen. Der sah jedes Mal anders aus, weil die wachsen ja so schnell. Worin, außer dem Halsband, kann man das unterscheiden? Da haben wir am Anfang auch Mühe gehabt, aber irgendwann hat man Sorge dafür. Irgendwann kann man sie ganz gut unterscheiden. Sei es, weil einer ein weisses Zecheli hat oder ein weisses Fleckchen an der Brust oder eben etwas am Ritsch, das halt nicht genau so ist wie beim anderen. Wir haben es dann am Schluss schon unterscheiden. Aber am Anfang ist es schwierig, das ist es so. Da haben wir wirklich Bengali auch gebraucht, um sie zu unterscheiden. Okay, okay. Ja. Das beruhigt mich ein bisschen. Bei so einer Zucht, wenn die Welpen da sind, das ist ja auch fast ein 24-Stunden-Job in der Zeit, beziehungsweise es ist einer. Jetzt weiß ich, du bist verheiratet, hast eine Familie, du hast einen Sohn, ihr habt ein Haus. Wie schaffst du das dann alles unter einem Hut zu bringen und dabei selber noch gut auszusehen? Es ist natürlich sehr, sehr eine intensive Zeit, die 10 Wochen. Also angefangen, wenn die Hündin tragend ist, und dann die Vorbereitung auf die Geburt und wenn die Welpen auch geboren sind, die 10 Wochen ist sehr anstrengend, intensiv, aber auch wunderschön. Aber es steckt viel Arbeit dahinter, also wenn die Kleinen dann irgendwann nicht nur Milch trinken, sondern auch zugefüttert werden, dann säubert die Mutter auch nicht mehr, das müssen natürlich dann wir machen. Ja. Und bei 10 Welpen fällt einiges an. Ja. Ja, es ist anstrengend, aber wunderschön. Oh, das haben wir die ganze Zeit über die Zucht gesprochen, über das Aussehen. Was ist dir für dich persönlich wichtig für ein schönes Leben, außer der Hund, für dein eigenes Wohlbefinden, für deine Schönheit? Dass ich mich einfach wohlfühle, dass ich gesund bin und dass ich einfach wirklich jeden Tag aufstehe und sage, es geht mir gut. Ja, schön, schön. Im Grunde genommen könnte ich noch vieles fragen. Es gibt so viele interessante Sachen auch, vor allen Dingen, wenn man mit dem Beruf eines Züchters sonst gar nichts zu tun hat oder wie solche Dinge entstehen, Hund und Züchtung. Man hört ja auch viel Schlechtes, gerade jetzt in dieser Corona-Welle, die war, dass Hunde irgendwo im Ausland gekauft worden sind, übers Internet, wo man null weiß, wie die aufgewachsen sind. Ja, aber unsere Zeit ist auch ein bisschen limitiert. Da du ja eine Hundezüchterin bist, denke ich, dass du viel an der frischen Luft bist. Und ich habe dir heute mal ein kleines Präsent mitgebracht. Das ist ein spezielles Hautvitaminöl.
Da nimmt man nur 1-2 Tropfen unter seine Tagespflege. Und Öle und Fette sind auch ein Schutz für die Kälte, für die Winterzeit. Perfekt. Das ist ein kleines Geschenk. Ich hoffe, du hast Freude daran. Dankeschön, natürlich. Ich möchte mich bedanken, dass du mit Dalani da warst. Ich wünsche euch alles Gute. Sicherlich sehen wir uns auch wieder. Vielleicht steht noch mal ein dritter Ritschbeck an. Da kommen wir sicherlich auf euch zurück. Sehr gern. Herzlichen Dank und eine gute Zeit. Danke vielmals. So, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Es war in meinen Augen mal hochinteressant zu hören, worauf ein Züchter achtet oder dass es nicht nur ums Aussehen des Hundes geht, sondern auch um das Wesen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Part zur Aufklärung, dass nicht Hunde im Ausland übers Internet gekauft werden, sondern dass man sich vor Ort auch wirklich erkundigt, was für einen Hund man da kauft. In diesem Sinn alles Gute und wir sehen uns in der nächsten Sendung. Dankeschön.